Hi, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de. Heute endlich kochen wir mal wieder und kochen mal wieder was ganz Neues. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, aber jetzt möchten wir es euch auch endlich zeigen. Wir wollen heute Okonomiyaki machen. Das ist eine japanische Pizza. Also es sagen die Leute, es wäre eine japanische Pizza. Ich finde, es hat nichts mit Pizza zu tun, es schmeckt völlig anders. Aber es ist ein ganz tolles Gericht. Und ist gar nicht so mega aufwendig. Man braucht nur halt so ein paar Sachen dafür. Und wir brauchen eine Soße, die da oben drüber kommt. Die Soße bekommt man im Asia-Supermarkt bestimmt auch. Im Moment ist es aber schwierig, da ja nicht alle Supermärkte geöffnet haben. Somit machen wir uns diese Soße selber. Das ist gar nicht schwer. Man braucht halt nur so ein paar Sachen, die man eventuell, wenn man immer nur Deutschstandard kocht oder so ein bisschen asiatisch nur, dann hat man solche Sachen halt nicht im Haus. Wir brauchen ein bisschen Worcestersoße, die hat man ja sonst auch eventuell. Wir brauchen ein bisschen Sojasauce. Wir brauchen Oystersauce. Normales Tomatenketchup. Ganz simpel, hat jeder, glaube ich, zu Hause. Dann brauchen wir keine Mayonnaise. Nein. Ein bisschen Honig brauchen wir. Das kommt alles hier rein und von allem gar nicht so viel. Ich brauche mal eben schnell einen Teelöffel. Eigentlich alles ganz einfach. So. Davon brauchen wir 3 Teelöffel. 1, 2, 3 und ein bisschen mehr. Wir brauchen 1 Teelöffel voll Honig. Sehr gut. So. Dann brauchen wir 1 Teelöffel Worcestersauce. Mein Teelöffel ist noch voll mit Honig. So. Macht doch nichts. Ja. Aber soll hier auch gut werden. Ja, klar. 1 Teelöffel dunkles Sojasauce. Ich habe jetzt 2 gemacht, dann ist es ein bisschen kräftiger, passt irgendwie nicht. Sehr komisch, haha. So. Und dann brauchen wir jetzt gleich noch ein bisschen Oystersauce. Könnt schon mal ins Bett gehen und schlafen. Ich bin morgen fertig, weil die Oystersauce brauchen wir 3 Tage. So, auch meine Oystersauce hat sich mal bequemt, hier reinzukommen. Ich rühre das jetzt alles um, habe jetzt hier eine schöne Soße, die nachher schön auf unser Okonomiyaki oben drauf kommt. So, können sie euch ja mal zeigen. Ja, so eine schöne rote, dickflüssige Soße. So, dann brauchen wir eine große Schüssel, wo wir einen Teig drin machen. Und zwar brauchen wir dafür etwas Mehl. Das muss ich jetzt erstmal aus dem Schrank holen. Wir brauchen Weizenmehl. Kein Standard 405er, sondern 550er. Das habe ich hier schon mal reingetan. In der Gebrauchsanweisung habe ich, glaube ich, 80 Gramm geschrieben. Die sind hier auch ungefähr drin. Dann muss da hinein ein bisschen Brühe, tue ich da hinein. Normalerweise, also in der japanischen Küche, wird dann da Dashi reingetan. Das ist eine Brühe, die aus Gemüse? Nein, kein Gemüse. Ach so. Eine Fischbrühe ist das. Okay. Die wird gewonnen aus Katsuobushi und Algen. Das wird ganz kurz in heißes Wasser getan. Und dafür 1 Minute reingetan und dann entsteht diese Brühe daraus. Das mache ich nicht. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen authentisch, beziehungsweise auch so, dass man das halt auch kochen, dass wir es kochen können, zu kochen. Und dass halt auch jeder, auch fast auf dem Lande, irgendwie die ganzen Zutaten bekommt. Mit dem Katsuobushi nachher, das ist schon schwierig genug, das zu bekommen. Das kriegt man über Amazon ganz gut gekauft. Da kann ich euch unten nachher einfach unten rein einen Link reinmachen. Dann könnt ihr das da finden. Also, ich habe jetzt hier drin 550er Mehl und habe da gerade schon meinen Gemüsebrühe-Teelöffel reingetan. Jetzt tun wir da ein bisschen Milch drauf. Ich habe
habe die Gewichtsangaben, habe ich da reingeschrieben, habe ich schon, ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht. Ich habe nämlich schon meine Einkaufsliste und alles geschrieben. Ich tue da jetzt ein Ei rein. So, jetzt rühren wir das Ganze mal ein bisschen um. Normalerweise würde ich sowas mit dem Schneebesen machen, das mache ich jetzt gerade mal nicht. Ich mache das jetzt einfach nur mit dem Holzlöffel und will da jetzt so eine homogene Masse draus machen, die so ähnlich ist, wie wenn wir Eierpfannkuchen machen. Das sieht aber alles noch nicht so aus. Da muss ein bisschen mehr Flüssigkeit rein. Ich tue da jetzt noch ein bisschen Milch zu. Und dann haben wir gleich erstmal unseren Grundteig fertig. So, meinen Teig habe ich jetzt schon mal zur Seite gepackt. Ich schneide mir jetzt mal eben schnell hier so ein bisschen Frühstückszwiebeln auf und dann müssen wir den Weißkohl klein schneiden. Wie fein ist die Frühlingszwiebel geschnitten? Ja, eigentlich schon ziemlich fein. Ich mache hier aber gerade das Gegenteil. Das ist nicht so schön, das muss ich gleich noch ändern. Ich werde die noch so ein bisschen hacken. Dann geht das gleich ein bisschen besser. Okay. So, damit habe ich die jetzt verhältnismäßig klein geschnitten und schmeiße das jetzt hier alles schön in meinen Teig rein. Und jetzt? Spitzkohl. Genau, jetzt kommt mein Spitzkohl an die Reihe. Den habe ich mir vor ein paar Tagen gekauft. Der ist ja mittlerweile auch gar nicht so schwierig zu bekommen. Kriegt man eigentlich in den guten, großen Supermärkten, bekommt man den ja. Und ich werde jetzt so, ein Teil haben wir jetzt schon benutzt, wie man hier sehen kann. Ich nehme da jetzt die Hälfte von. So. Diesen Strunk, den nehme ich natürlich nicht. Ich werde das mir jetzt, wie mache ich das am besten? Genau, ich schneide das jetzt einfach nur hier runter in dünne, schmale Streifen. Und die muss ich dann aber gleich nochmal kleiner machen. So, ich habe den Weißkohl jetzt schön klein gemacht und tue den jetzt hier zusätzlich zu mir, zu meinem Teig hinzu. So. Sehr schön. Ja, ich will einmal umrühren, mal gucken, wie das so ist. Ne, da kann noch ein bisschen was zu. Ein bisschen was habe ich ja hier noch. Ui, ein fetter Lappen hier. So. Alles rein. Alles rein, genau. Wir wollen ja auch was haben davon, ne? Ja, klar. So, das sieht jetzt schon mal ganz geil aus. Und jetzt habe ich mir besorgt Surimi, das sind diese Sticks, die kennen wir alle bestimmt. Das, also alle Leute denken ja immer, das sind irgendwelche Krabbenfleisch gepresst oder so. Nee, es ist einfach Fisch. Und die nehme ich jetzt hier raus. Die gibt es auch in deutschen Supermärkten. Habe ich gerade da gekauft. Und die sind immer ein bisschen doppelt verpackt. Die schneide ich jetzt auch auf und schmeiße die auch noch mit in diesen Teig hinein. So, jetzt habe ich die Surimis halt auch wieder in so kleine Scheiben gemacht. Die schmeiße ich jetzt hier mit rein. So, dann bin ich eigentlich gleich mit meiner kleinen Schneiderei hier auch durch. Das vermengen wir jetzt alles schön. So, dass wir hier einen schönen Teig haben. Kann man das sehen? Ich kann auch runterkommen, dann sieht man das hier ein bisschen besser. So, überall schön Teig drauf. Sehr schön. Ja, finde ich auch. So, das werden wir jetzt gleich schön in der Pfanne braten. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Bacon. Einmal Bacon in kleine Teile teilen.
Ihr denkt jetzt auch, der Typ ist völlig verrückt, aber es geht am schnellsten so. Einfach praktisch. Genau. Absolut. Easy going. So, das Einzige, was ich jetzt noch klein schneiden muss, ist nachher fürs Topping ein bisschen Frühlingszwiebeln und das war's. So, jetzt werde ich mir eine Pfanne greifen und werde die schon heiß machen. So, dann tun wir jetzt mal was von unserem Teig hier hinein. Die Pfanne ist nicht richtig heiß, aber auch nicht ganz so schlimm. Schön gleichmäßig. Und eine gewisse Dicke muss es auch haben. So. Und jetzt muss ich mal dafür sorgen, dass unsere Pfanne ein bisschen heißer wird. So, jetzt kommt das Praktische. Mein Bacon, schon schön klein geschnitten, in kleine Teile, verteile ich jetzt hier schön oben drauf. Der wird dann gleich schön angebraten mit, wenn wir das Ganze umdrehen. Kann das auch noch mit anderen Varianten machen. Ich glaube, wir machen demnächst nochmal eine neue Version. Vielleicht machen wir den auch noch für unseren zweiten Channel, für den indonesischen Channel auch nochmal. Dann vertone ich den auch nochmal nach auf Deutsch, so dass man das dann hier auch auf meinem Channel sehen kann. So. Das muss jetzt hier bei nicht so großer Hitze 4 Minuten schön backen, damit das schön durch ist und damit man es dann umdrehen kann. So, kleiner Trick, wenn man das umdrehen will und nicht möchte, dass einem das zerbricht, ganz einfach die andere Pfanne nehmen, drüberlegen und flupp und fertig. Sieht das nicht geil aus? Das sieht richtig geil aus, ja. So, ich habe ihn wieder zurückgedreht, da kann man schön sehen, wie unser Bacon da schön braun geworden ist. Jetzt machen wir hier ein bisschen was von der Soße drauf, gehen da einmal schön mit dem Pinsel rüber und verteilen sie überall schön gleichmäßig. Mmh. Ja. Riecht richtig gut, ne? Mmh. Kann man irgendwie nicht, ist es nicht genug Soße gerade. Egal. Das macht doch nichts. Ich kann auch nachmachen. Das stimmt, aber ich will jetzt ihn einmal perfekt haben, damit unsere Zuschauer ihn auch einmal richtig perfekt gesehen haben. So. Mmh, geil. So. Oh, das ist auch schon fertig. Ne? Fast. So, dann kommt jetzt der optimale geile Style von... Ich hasse es. Ich habe keine Squeeze-Flasche bekommen, so wie ich sie gerne haben wollte. Jetzt sieht das nicht ganz so professionell aus, wie ich es gerne wollte. Leider. So, dann noch ein bisschen Frühstückszwiebel oben drüber. Und dann kommen dieser Katsuobushi da oben drauf. Das sind Flakes vom Bonito-Fisch. Oh, die bewegt sich, ne? Genau, das ist das Klassische daran. Die bewegen sich halt durch die Wärme des Essens, bewegen die sich so. Als würden sie noch leben. Der Fisch will wegschwimmen. Toll. Ja, das ist unser Essen, was wir jetzt gerade gemacht haben. Das ist Okonomiyaki. Eigentlich gar nicht so schwierig zu machen. Geiles Essen. Bringt auch richtig Spaß, es zu essen. Das können wir ja mal ausprobieren. Aber bevor ich mir das jetzt gleich im Mund tue, muss ich mich, glaube ich, erstmal verabschieden. Ja, sollte euch unser kurzes, schnelles Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert uns. Da sind wir auch immer noch glücklich drüber, wenn es passiert. Ja, und solltet ihr Fragen haben oder irgendwelche Anregungen dazu, schreibt sie unten rein. Kein Problem, ich antworte super gerne. Ja, das war's dann für heute. Dann sagen tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao. So, kleiner Nachtrag, obwohl ich schon tschüss gesagt habe. Ich tue mir jetzt da was von im Mund. Mhm. Mhm. Und? Richtig geil. Ciao, ciao. Ist doch noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Oh, das ist jetzt richtig, richtig toll. Das ist besser auf jeden Fall als eben. So,
Dann wieder ein bisschen Spring Rolls oben drüber. Und Katsubushi. So sieht die Packung aus. Kriegt man super gekauft bei Amazon. Bei unserem Asia Supermarkt gibt es das auch. Die haben aber nur so eine riesige Packung. Die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht verbrauchen. Und deshalb habe ich mir die neulich nicht gekauft. Außerdem ist sie mir viel zu teuer. So. Nummer 2. Und Nummer 3 ist eine Pfanne. Also, jetzt ist wirklich Schluss. Wir wünschen euch was. Schönes Wochenende. Bis demnächst.